Komm schon! Tu es! Tu es! Halt! Bitte! Er ist besiegt, Vater. Er ist keine Gefahr mehr. Sehr naive Denkweise. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Dich doch nur beschützen. Ich war... Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Ich weiß. Süßer Sohn! Nein. Freya. Er wollte es. Ich schwöre, hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hehls Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele.
Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Tja. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Nur ganz kurz, ne? Legion. Freya scheint immer mehr Magie in der Hinterhand zu haben. Zuerst hat sie ihre Wurzeln benutzt, um zu versuchen, Vater und Baldur aufzuhalten, aber sie waren zu stark. Dann hat sie Tamur wiederbelebt, den Riesensteinmetz. Das war unglaublich, aber es hat noch immer nicht funktioniert. Baldur hat weiter versucht, Freya zu töten, und das konnten wir nicht zulassen. Also haben wir weitergekämpft, und Freya hat diese komischen Kreaturen gerufen. Sie haben immer wieder versucht, Vater vom Kämpfen abzuhalten. Glücklicherweise lassen sie sich leicht besiegen. Trotzdem gibt es echt viele von ihnen. Sie sind viele. Ihr Name ist Legion, denn sie sind viele. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja. Jotunheim wartet. Ich weiß nicht. Was haben wir Baldur denn gekostet? Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jotunheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Warnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Hm. Ich bin mir noch nicht so sicher, dass Freya uns das so einfach verzeiht. Stell dir einfach mal die Theorie. Was ist aus dem Sohn des Steinmetzes geworden? Moment. Tamus Sohn. Als er das Meisterwerk seines Vaters vollendet hatte, die große Mauer von Jotunheim, dachte er nur noch daran, die Asen für ihre Verbrechen gegen die Riesen büßen zu lassen. Einst hatte er Thor bekämpfen wollen, doch die tragischen Geschehnisse hatten Rimfur weise und schlau gemacht. Er bemerkte, dass die Mauern Asgards nur halb fertig und marode waren, denn mit solch leidiger Arbeit gab sich kein Asengott ab.
Also verkleidete sich Rimfur als gewöhnlicher Mann und machte den Asen ein Angebot. Er würde ihnen majestätische Mauern errichten, und zwar innerhalb von 2 Jahreszeiten, sonst müssten sie ihm nichts zahlen. Wenn ihm dies doch gelänge, bat er lediglich um eine Audienz bei der Göttin Freya. Odin willigte ein, denn er wusste, dass die Aufgabe unnötig war, doch der Fremde faszinierte ihn. Rimthur erledigte die Arbeit natürlich im Nu. Er hatte von seinem Vater gelernt und besaß einen magischen Hengst, der ihm Stein brachte. Odin war nicht gerade erfreut darüber, dass er die Wette verlor. Doch er schien sein Versprechen zu halten. Freya wurde zum Steinmetz geschickt und zu ihrer Überraschung wollte er ihr nur etwas ins Ohr flüstern. Als er das getan hatte, verließ er Asgard. Und als er Thor an den Toren Midgards auf ihn warten sah, wusste er, dass er hereingelegt worden war. Doch es war ihm egal, weil er seinen Plan vollendet hatte. Ach ja? Was hatte er Freya gesagt? Nur sie kennt die wahre Antwort, aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzugrübeln. Rimthur wusste, dass Freya die Asen trotz ihrer Heirat mit Odin hasste. Ich glaube, er verriet ihr, wo Asgards Mauern verwundbar waren. Vielleicht hatte er ein paar Schwächen eingebaut, bauliche oder auch magische, was sich wohl zeigen wird, wenn Ragnarök beginnt und Sutter kommt, um Asgard niederzubrennen. Wenn nicht früher. So, was ich gerade sagen wollte, es halten sich ja vehement Gerüchte, dass dieses God of War hier, dieses Spiel, der Auftakt einer neuen Trilogie in der nordischen Mythologie ist. Und wenn dem so sein sollte, dann vermute ich einfach mal ganz stark, also stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, oder die Theorie, Freya als großer Gegenspieler, als großer Antagonist des zweiten Spiels. Und im dritten Spiel geht es dann um Asgard, also im zweiten Spiel dann natürlich Svartalfheim und vor allem Vanaheim, ne, mit Freya natürlich und ihrem Zwillingsbruder. Und im dritten Spiel geht es dann nach Asgard mit Thor und Odin als den Hauptantagonisten. Das ist die Theorie, die ich jetzt hier an dieser Stelle einfach mal spontan aufstelle. Denn ich denke, den Endkampf dieses Spiels hier, den haben wir jetzt erledigt. Weil von Anfang an ist Baldur als unser Widersacher hier aufgebaut worden. Und Freya ist einfach noch nicht an dem Punkt, die ist ja immer noch verflucht. Sie war vielleicht mal die Königin der Walküren, sie wird vielleicht auch irgendwann wieder die Königin der Walküren sein. Ja, gerade wenn Odin mitkriegt, dass Freya nicht gut auf uns zu sprechen ist und das zu seinem Vorteil ausnutzen kann, weil dann hätte er einen Grund, den Fluch aufzuheben und Freya wieder die Möglichkeit zu geben, Lebewesen zu schaden, einfach mit dem Plan, mit dem Wunsch, schade dem Geist Spartas. Das, denke ich, wird so das sein, was im zweiten Spiel passiert. Aber hier ist Baldur als unser großer Widersacher präsentiert worden, mit der Jagd und alles, und die Reise nach Jötunheim als unser Endziel. Und ich denke mal, dass wir deswegen ganz kurz vor dem Abschluss stehen. Und dem Ende der Reise. Es geht los! Glaub, wir werden die Riesen ziehen. Also, sofern alles nach Plan verläuft. Wann ist denn bei uns schon mal alles nach Plan verlaufen? Ein und dann geht's los, vermutlich. Das klingt aber nicht sehr positiv, Mimir. Auf nach Jötunheim. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Wir sind fast da. Und
Ist es noch weit? Wir werden sehen. Jötunheim. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit? Das Ende der Reise. Komm. Wir sind da. Mimir wird das schon schaffen. Wir haben hier erstmal was anderes zu erledigen. Es geht immer weiter hinauf. Interessant finde ich, dass Jötunheim keine Brücke hat. Anders als alle anderen Welten. Es ist sehr hell, ich sehe nichts. Soll das so sein? Hallo? Stand genau im Licht. Schau, die Finger des Riesen. Vor uns ist der höchste Gipfel. Da vorne. Okay. Geschafft. Haben wir. Wir sind noch nicht ganz am Gipfel. Das ist noch ein bisschen verfrüht. Wir müssen ganz hoch. Was machst du? Oder was machst du da? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge, jetzt lass ihn doch seinen Augenblick. Trag sie. Ja, das musste ja noch kommen. Okay, wir sind relativ weit oben. Junge. Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Wegen deiner Gabe. Oder weshalb? Hallo, ist jemand hier? Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Interessant. Odin und Thor. Sie ruinieren alles für jeden.
Okay, hier muss ich gut aufpassen. Hier gibt es Sachen zu entdecken. Und anzugucken und zu besprechen. Der Traum von Midgard. Midgard war ein Traum von dem, was sein könnte, wenn wir gemeinsam arbeiteten. Jötnar, Asen, Warnen, Alben, Zwerge, Unsterbliche vor allem. Es war schön, aber nicht alle können teilen. Manche glauben, dass alles Unkontrollierte wild und bedrohlich ist. Und so wurden wir verspottet, betrogen, benutzt und schließlich abgeschlachtet. Odin und die Seinen wurden aus unserer Welt verbannt, doch das war nicht genug. Der Zorn des Thor und sein grausamer Hammer haben uns in Midgard an den Rande des Abgrunds gebracht. Uns bleibt nur noch der Rückzug, solange noch jemand übrig ist. Odin und Thor hätten alle Riesen umgebracht, wenn sie es gekonnt hätten. Und sie sind damit davongekommen. Jötunheim. Okay, hier gibt es quasi nichts. Ja, keine Auflistung, kein Nix. Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wer ist der Wächter? Der Wächter? Wieso der Wächter? Junge, was steht denn da? Die Rückkehr der Wächterin. Hm, Wächterin, aha. Wir sehen Midgards Schicksal voraus. Überrannt, ein zweites Hehl. Weder Odin noch seine Toten dürfen Jötunheim erreichen. Die Wege müssen versperrt werden. Schlange und Wächter sind geblieben. Auf ihnen allein liegt unsere Hoffnung. Erst wenn das Verderben das Unzerstörbare befällt, wird der Wächter zurückkehren. Bis dahin warten wir auf eine bessere Welt. Ohne Angst, ohne Gier, ohne Krieg. Wir warten auf Erlösung und Gerechtigkeit. Wir warten auf einen Helden. Wir warten auf Nachricht, dass sich die Götter zum Guten gewandt haben. Ich hoffe, diese Welt kommt bald. Die Schlange und der Wächter sind zurückgeblieben. Und wenn das Verderben das Unzerstörbare befällt, wird der Wächter zurückkehren. Wenn das Unzerstörbare Baldur ist und das Verderben sein Tod, ist jetzt der Moment gekommen, wo der Wächter zurückkehrt. Schlange und Wächter sind in Midgard verblieben, die letzten Riesen. Und die Rückkehr der Wächterin ist die Rückkehr der Asche von Fae, oder? Fae ist die Wächterin, das sehe ich doch richtig, oder? Und das bedeutet, Fae ist eine Riesin und das bedeutet, Atreus ist ein Riese. Und wenn Fae eine Riesin ist und die Wächterin, ist Fae nicht einfach irgendeine Riesin? Und ich hätte da schon eine Idee, welche Riesin es sein könnte. Wenn man die Verbindung erstmal hat, Fae ist eine Riesin, ist natürlich das Erste, wenn man so ein bisschen was aus der nordischen Mythologie versteht, ist die Verbindung dann natürlich Fae. Also das, was mir, eigentlich das Einzige, was mir da so einfallen würde, das wäre Laufey. Und Laufey, das ist das eigentlich Interessante an meinem Gedankengang hier gerade, Laufey ist nämlich die Mutter einer ganz bestimmten Person aus der nordischen Mythologie, einer überaus wichtigen Person aus der nordischen Mythologie, die tatsächlich auch aktiv an Baldurs Tod beteiligt war und damit auch am Beginn von Ragnarök in der nordischen Mythologie und eine Person, von der wir in diesem Spiel bis jetzt noch nichts gehört haben. Was eigentlich sehr komisch ist. Und jetzt bin ich mal echt gespannt,
ob da in der Hinsicht noch was kommt. Ansonsten reden wir... Ich warte jetzt erstmal ab, weil das geht hier gerade so in Richtung Enthüllung oder so, fühlt sich zumindest an. Aber ich warte erstmal ab. Im Zweifelsfall reden wir im Abspann nochmal über meine Theorie. Aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Warum hat Mutter uns hergeschickt? Um die Prophezeiung zu erfüllen. Die Rückkehr der Wächterin. Natürlich. Warte! Vater! Hier passiert was! Okay. Deine Axt. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg. Der Steinmetz. Diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Ich weiß genau, wer du bist, Junge. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Das kann nicht anders sein. Er muss es sein. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Was haben wir da? Ja, sind wir. Ha. Das ist eine eher unschöne Prophezeiung gewesen. Boah, ich muss... Leute, die Aufnahme für diese Folge, wurde eigentlich eine halbe Stunde Folge. Die Aufnahme ist jetzt bei einer Stunde. Ich ziehe das jetzt bis zum Ende durch. Ich schneide hinterher. Ne, ihr seht das ja dann an der Folgenlänge. Wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch. Wir machen den Rest jetzt hier fertig in dieser Aufnahme. Ich werde auch nicht mehr an- und abmoderieren. Wir machen einfach einmal gerade durch. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Die Gabe der Prophezeiung. Beenden wir es. Die Macht, die Odin haben wollte, oder? Und wenn Baldur die ganze Zeit Fae gefolgt ist, der Riesin, wahrscheinlich wird er auch... Die Geschichte begann ja damit, dass Kratos Bäume gefällt hatte, die Fae markiert hatte.
Und wie sich später herausgestellt hat, haben diese Bäume ja einen Schutzkreis, einen Schutzzauber gebildet, um die Wächterin herum, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Weil, wenn zwei Riesen zurückblieben, die Schlange war sie nicht, also war sie die Wächterin. Dieser Schutzkreis wurde aufgehoben und in dem Moment haben Odin und die anderen Asen die Präsenz eines weiteren Riesen neben Jörmungandr hier in Midgard gespürt. Und da Odin ja immer noch besessen von Jötunheim ist, hat er Baldur losgeschickt, diesen Riesen zu fangen oder sonst wie dazu zu bringen, ihn nach Jötunheim zu bringen und den Zugang dahin wieder zu öffnen. Und wenn er die ganze Zeit gedacht hat, Kratos wäre Fae, dann heißt das, dass Baldur gar nicht wirklich wusste, wer Kratos ist. Das heißt, er wusste nichts über den Geist von Sparta. Er ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Kratos ein Riese ist. Der Riese, den er sucht. Und wenn er einem Riesen gefolgt ist, ich bin mir nicht mal sicher, dass Baldur der Asche von Fae gefolgt ist, weil er nicht wusste, dass sie Asche ist und einfach dem Riesen gefolgt ist. Ich glaube tatsächlich, Baldur ist Atreus gefolgt, der ja auch ein Riese ist. Halte ich auf jeden Fall für wahrscheinlicher, als dass er irgendwie diese Asche gejagt hat.